Was halte ich von Genossenschaftsanteile? Finde ich eine gute Sache. Also Genossenschaftsanteile an Volksbanken oder so hatte ich auch mal ein bisschen. Das Problem an der Sache ist nur, du kannst da nicht sonderlich viel rein investieren. Also du bist immer nur limitiert auf ein paar Anteile, außer du bist halt irgendwie aktiv in deiner Bank oder sowas. Ich kenne aber wirklich auch nur die Genossenschaftsanteile von Volks- und Raiffeisenbanken, weil ich ja selbst meine Ausbildung in der Volksbank gemacht habe. Und daher kenne ich das. Hast du noch deine LVMH-Aktie? Jawohl, die habe ich natürlich noch. Der ist jetzt sogar Hauptversammlung. Ich wurde zur Hauptversammlung eingeladen. Bin aber zu dem Zeitpunkt leider nicht in Paris, ist aber in einem sehr schönen Ort. Wie sieht so eine Hauptversammlung aus? Hab gehört, es gibt kostenloses Essen. Ja, normalerweise wirst du auch bewirtet auf einer Hauptversammlung, ja. Momentan muss man darauf achten, dass die meisten Hauptversammlungen sind, glaube ich, noch digital. Aber ansonsten ist eine Hauptversammlung ziemlich interessant. Ich hatte damals zu Studienzeiten, hatte ich mir mal Deutsche Bank Aktien gekauft, weil ich in Frankfurt studiert habe und habe dann an zwei Aktionärsversammlungen der Deutschen Bank teilgenommen. Ich wollte unbedingt nochmal Josef Ackermann sehen. Das war die letzte Aktionärshauptversammlung von Josef Ackermann, dem damaligen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank. Ja, später dann Anshu Jain und Fitchen, die Doppelspitze, habe ich mir beides angeguckt. War sehr interessant, ja. Gerade eine Bankhauptversammlung, ne, geht es halt in ziemlich viele Zahlen und viele Dinge, die man nicht versteht und die ich dann im Nachhinein mich reingedacht habe und so weiter. Da gab es, glaube ich, dann auch Essen, ja, normalerweise. Da gab es aber so schöne Deutsche Bank Aufsteller und so, die dann auch die Leute alle mitgenommen haben. Also, Hauptversammlung ist interessant, auf jeden Fall, ja. Mona und Markus haben ja gesagt, die kaufen jetzt auch mal jede Menge Aktien von Berliner Unternehmen, um dann dort auf die Hauptversammlung zu gehen. Finde ich eine gute Sache. Aber wir haben da auch übrigens einen ausführlichen Artikel zugemacht. Sachdividenden hieß der Artikel. Ein Blogartikel, einen ausführlichen von Markus. Es gibt auch einen Podcast dazu, eine Podcast-Folge. Müssen wir googeln, Finanzfluss Sachdividenden. Da hat Markus ziemlich viel dazu erzählt. Ja. Sehr, sehr interessant. Ich glaube, der Podcast ist noch unterhaltsamer. Also ich bin sowieso eher so Video- und Audio-Mensch. Deswegen mag ich das lieber als Artikel lesen. Aber ja. Beim Einstieg sind ETF empfiehlt zu thesaurierend oder ausschüttend. Beim Einstieg, wenn du ein kleines Kapital nur hast, würde ich und diszipliniert bist, würde ich auf ausschüttend gehen, weil dann kannst du den also angenommen, du hast keine anderen Kapitalerträge, dann würde ich ausschüttend nehmen, weil dann kannst du die Kapitalerträge jedes Jahr steuerfrei abgrasen, musst dann aber daran denken, so diszipliniert zu sein und wieder zu investieren. Wenn du da keinen Bock drauf hast, wenn dir das zu aufwendig ist, dann ausschüttend. Also ist eigentlich mehr eine Präferenzfrage. Also S&P 500 zusätzlich zum MSCI World würde ich nicht machen. Einfach aus dem Hintergrund, weil S&P 500 ein amerikanischer Index ist und MSCI World hast du schon 60% Amerika drin. Sprich, du hast sehr, sehr große Überschneidungen. Ich träume ja davon, dass wir irgendwann mal so ein Überschneidungstool-Ding machen, so ein Portfolio-Analyse. Wir werden halt gucken, was die einzelnen Werte sind, die in den ETFs drin sind und dann dein Portfolio quasi diese Überschneidungen analysiert. Das, was Summit ja auf Parkett macht mit Ländergewichtungen, das wäre natürlich sehr, sehr geil, das auf Einzelwertbasis zu haben. Aber ist natürlich super schwierig, an diese Daten ranzukommen. Entweder zahlst du einen Haufen Geld, also sehr, sehr viel Geld. Dann musst du dieses Tool bezahlt machen. Und dann ist die Datenqualität auch nicht sonderlich gut. Einfach aus dem Hintergrund, weil die Indexanbieter, genau, die wollen nicht, dass kommuniziert wird, welche Werte da enthalten sind. Also deswegen dürfen die Fondsanbieter, sind die da sehr restriktiv, was die Informationen angeht, von den sogenannten Full Holdings, also alle Aktien, die in einem ETF drin sind. Deswegen ist es noch ein bisschen tricky. Gibt es das Buch auch als Hörspiel? Ja, das Hörbuch kommt bald. Ich hatte es ja im letzten Stream schon mal einen kleinen Sneak Peek gegeben. Ich habe es jetzt auf dem Rechner nicht raus, sonst hätte ich euch nochmal reinhören lassen. Aber es wird kommen. Die Mühlen im Verlagswesen drehen ein kleines bisschen langsamer als in der digitalen Welt, sagen wir es mal so. Das hat unsere Lektorin uns auch häufiger zu verstehen gegeben, dass ich scheinbar zu ungeduldig bin. Aber es ist auch, glaube ich, nichts Neues. Das war eine meiner Antworten, was ich immer gesagt habe in den Bewerbungsgesprächen. In den Bewerbungsgesprächen wird mir dann häufig gefragt, also gerade bei so Bankbewerbungsgesprächen und Co., was sind ihre Schwächen, also muss man über den Stärken, das sind blöde Schwächenfragen, ne? Weil so blöd finde ich die eigentlich gar nicht, weil das zeigt, dass man schon mal ein bisschen über sich selbst reflektiert hat. Und meine Antwort war dann in der Regel immer gewesen, dass ich ungeduldig bin, dass ich Dinge sehr schnell immer vorangetrieben und durchhaben will, weil dadurch kannst du diese Schwäche auch bis zu einem gewissen Grad als Stärke verkaufen, ja? Das ist jetzt kleiner Tipp, aber solltet ihr nicht machen, wenn ihr nicht wirklich ungeduldig seid, sonst seid ihr nämlich ein bisschen unglaubwürdig und überlegt euch vielleicht noch ein, zwei andere Schwächen, die natürlich nicht als echtes Problem für die Firma dastehen, ja? Das ist ein bisschen blöd. Ein Profi-Video zu Familien mit Kindern, Familienversicherung, Steuern, passende Kinderdepot und so weiter. Ja, Kinderdepot ist so ein bisschen schwierig. Also Comdirect, die ganzen Neobroker haben das leider noch nicht. Steuerlich weiß ich jetzt nicht, welche Auswirkungen das hat, müssen wir mal überlegen. Und versicherungstechnisch, ja,
die Klassiker, also Haftpflicht und Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn gerade wenn die Familie von einem Einkommen abhängig ist, also wenn eine der beiden Personen nicht arbeitet. Genau, dann ist es auf jeden Fall wichtig, eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu haben, wenn man zwei Einkommens-, also Haupteinkommensverdiener hat. Und wenn einer wegfallen würde, welchen Einfluss hat das dann? Ansonsten, wenn du eine Immobilienfinanzierung hast, eine Risikolebensversicherung, damit deine, also im Todesfall, deine Frau oder dein Mann nicht auf den Schulden sitzen bleiben. Ansonsten, was gibt es sonst noch versicherungstechnisch? Das ist so das Wichtigste, ne? Also die wichtigste Absicherung. Soll ich bei aktueller Inflation besser in Aktien oder in Gold oder Ähnliches investieren? Also es gibt da keine richtige oder falsche Antwort. Ja? Das Problem ist, wie eine Assetklasse performt, das weiß man immer erst im Nachhinein. Von daher kann man da schlecht in die Glaskugel gucken und jetzt wissen, was besser läuft, was nicht. Ich habe mir den Goldpreis jetzt nicht angeguckt, wie der jetzt gelaufen ist mit den hohen Inflationsraten. Ich denke, mit Aktien bist du langfristig sowieso gut aufgestellt, ja, also gegen Inflation. Aber hier ist der Punkt langfristig, ne? Inflation, hohe Inflationsraten sorgen natürlich für jede Menge Chaos im Wirtschaftssystem. Langfristig profitieren Aktien natürlich von der Inflation, beziehungsweise sind ja verpflichtet, davon zu profitieren. Inflation sind ja steigende Preise, ja, also Dinge werden teurer. So, das bedeutet zunächst einmal, wenn ich ein produzierendes Unternehmen bin, dann werden meine Rohstoffpreise zunächst mal teurer. Das, was ich brauche, um zu produzieren, beispielsweise ein Chemiekonzern braucht Öl oder Gas. Ja, das ist ja gerade so die großen Themen. Also wenn deine Rohstoffpreise quasi teurer werden, bist du irgendwann auch gezwungen, deine Preise anzupassen für die Produkte, die du produzierst. Wenn du das schaffst, ist gut, dann profitierst du von der Inflation, steigerst also quasi deinen Umsatz in derselben Rate oder vielleicht sogar mehr als die Inflation und bleibst quasi am Markt. Wenn dir das nicht gelingt, dann werden deine Produktionskosten irgendwann so groß, dass du irgendwann ins Negative läufst und Verluste machst mit deinen Produkten und dann sieht es schlecht aus für die Firma. Das heißt, langfristig müssen Unternehmen die Inflation gestemmt kriegen und sind dadurch halt auch Profiteure davon. Aber ja, mittelfristig, also wie gesagt, ich rede von langfristig, über Jahre, ja. Über Jahre ist eine gute Absicherung, in Aktien zu investieren. Definitiv keine Geldwerte, also Geld auf dem Girokonto, Anleihen oder sonstige Dinge. Die verlieren natürlich an Wert, mit dem Wertverlust des Geldes. Inwiefern Gold da reinspielt, also Gold ist ein so umstrittiges Thema, ja. Also ich meine, warum Gold? Naja, einfach aus dem Hintergrund, weil alle sich einig sind, dass Gold eine Absicherung ist. Und wenn alle dasselbe kaufen, steigt der Kurs. Gold gilt quasi so als Versicherung, ja. Wenn halt wirklich dieser Währungskollaps kommen sollte, der an manchen Orten gerne mal beschworen wird, dann hat man zumindest noch eine harte Währung, mit der man bezahlen kann. Aber denselben Anspruch erhebt Bitcoin, denselben Anspruch erheben Rolex-Uhren. Alles Dinge, die wertstabil sind, ja. Verfechter der Immobilienbranche sagen, bei Inflationsphasen hilft nur Immobilien. Auch das ist grundsätzlich nicht unbedingt falsch, wenn es eine Inflation im Immobilienbereich gibt, wobei die Immobilienpreise in der Vergangenheit vor allem gestiegen sind. Das heißt, da kann man sagen, ja, ich meine, Inflation, Wertsteigerung, hält sich irgendwo die Waage, dass die Inflation der Immobilien vielleicht schon hinter uns liegt. Geldmengenausweitung gleich Inflation. Also Inflation wird nicht direkt über die Geldmenge gemessen, sondern über den repräsentativen Warenkorb. Meinung zu Timeless Investment habe ich ehrlich gesagt keine. Habe ich mir noch nicht wirklich angeschaut. Also ich weiß, was es ist, dass du fraktioniert Dinge kaufen kannst, also Rolex, Uhren, Aktien oder was auch immer. Also erstens interessiert es mich nicht, weil ich in diese Anlagenklasse nicht investieren will oder wenn ich irgendwie in Weine, Uhren oder sowas investieren wollte, würde ich es direkt machen, also würde ich selbst kaufen, genauso wie ich Aktien selbst kaufe. Ich bin halt immer ein bisschen kritisch, was Hüllen angeht. Wenn ich irgendwas kaufen will, möchte ich, dass die Hülle so klein und so dünn wie möglich ist. Ja, so wie es zum Beispiel bei ETFs eine Hülle ist für Aktien, ist es eine sehr, sehr dünne Hülle. Ich weiß nicht, inwiefern man Rolex-Uhren und Co. in Hüllen packen kann. Ich weiß nicht, wer das überwacht beispielsweise, um zu gucken, ob da wirklich die Uhren da sind und so weiter und so fort. Da müsste man sich mit beschäftigen und da ist mein Interesse ehrlich gesagt nicht groß genug für. Ich hoffe, dir hat dieses Überflussvideo gefallen. Wenn du weitere Clips und Videos sehen möchtest, dann schau doch mal hier oder hier. Und wenn du die Highlights aus unseren wöchentlichen Twitch-Streams nicht verpassen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall Überfluss abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.